Axtkämpfer sind vor allem für ihre Fähigkeit bekannt, ungeschützte Türme und Burgen in kürzester Zeit in Schutt und Asche legen zu können. Eine Fähigkeit, von der auch die KI durchaus Gebrauch macht. Aber bevor ich die nächste Wikinger-Kampagne für meine Missionsguides angehe, wollte ich wissen, wie sich Axtkämpfer im Kampf gegen andere Einheiten schlagen und ob ich vielleicht die ganze Zeit etwas verpasst habe. Axtkämpfer sind im Prinzip mit Schwertkämpfern vergleichbar, tauschen aber etwas Gesundheit gegen deutlich mehr Schaden. Sollte man also Axtkämpfer priorisieren, sofern man keinen Wert auf die Eroberung feindlicher Türme legt? Dazu habe ich 100 Level 1 Axtkämpfer gegen unterschiedliche, aber vom Materialbedarf her gleichwertige Konstellationen antreten lassen. Beide Parteien haben dabei immer 100% Kampfkraft. Und die ersten Tests sahen vielversprechend aus. Im Kampf gegen 100 Schwertkämpfer gingen die Axtkämpfer immer mit ca. 20 Überlebenden als Sieger hervor. Doch gegen 100 Bogenschützen sieht es schon deutlich anders aus. Hier überlebt im Durchschnitt ein Drittel der feindlichen Streitmacht. Gegen eine gemischte Konstellation aus 50 Schwertkämpfern und 50 Bogenschützen wird noch einmal der Vorteil von Axtkämpfern gegenüber Schwertkämpfern deutlich, aber die feindliche Streitmacht behält immer noch ca. 20% ihrer Soldaten. Wenn wir die Schwertkämpfer gegen Axtkämpfer austauschen, werden die Ergebnisse wieder mit einer reinen Bogenschützentruppe vergleichbar. Dieser Trend setzt sich auch im Level 3 Bereich fort, denn hier haben die Schwertkämpfer so weit aufgeholt, dass auch sie nun gegen die Axtkämpfer als Sieger hervorgehen, wenn auch mit nur ca. 10 Überlebenden. Auch gegen alle anderen Konstellationen schlagen sich Axtkämpfer gleichwertig oder schlechter als ihre Level 1 Gegenstücke. Ein Sonderfall, der mir noch einfiel, war das Dunkle Volk. Gegen eine gemischte Streitmacht aus 50 Schwertkämpfern und 50 Bogenschützen waren weder Level 1 Schwertkämpfer noch Axtkämpfer oder Bogenschützen erfolgreich. Aber während Schwertkämpfer und Bogenschützen beide gleich auflagen, übertrafen die Axtkämpfer sie in diesem Fall deutlich, mit 47 Kills im Vergleich zu 29. Das liegt aber daran, dass das Dunkle Volk im Early Game generell sehr stark ist, da es immer mit 100% Kampfkraft kämpft und seine Einheiten ihren Level 1 Gegenstücken unter den anderen Völkern sowohl in Sachen Gesundheit als auch Schaden überlegen sind. Axtkämpfer übertreffen die Schwertkämpfer des Dunklen Volkes aber zumindest in der letzten Kategorie. Sie könnten also durchaus die Zeit, bis stärkere Einheiten zur Verfügung stehen, überbrücken. Nun war ich etwas enttäuscht, was die Leistungen der Axtkämpfer anging, aber dann kam mir noch ein Gedanke. Axtkämpfer haben mit deutlichem Abstand den höchsten Nahkampfschaden im gesamten Spiel, gefolgt von Hauptmännern und Level 3 Schwertkämpfern. Da Kampfkraft nur den Schaden, aber nicht die Gesundheit von Einheiten beeinflusst, müssten Axtkämpfer theoretisch am meisten von hoher Kampfkraft profitieren. Also habe ich die Tests mit 150% Kampfkraft auf beiden Seiten wiederholt. Und gegen gleichwertige Schwertkämpfer schlagen sie sich tatsächlich etwas besser. Bogenschützen stellten sich aber noch mehr als Hardcounter gegen Axtkämpfer heraus. Level 1 Axtkämpfer konnten nun auch gegen die mischten Konstellationen aus 50 Schwertkämpfern und Bogenschützen gewinnen, aber darüber hinaus verschlechterten sich die Ergebnisse der Axtkämpfer in allen Kategorien. Was den Kampf gegen das Dunkle Volk betrifft, gingen hier alle Level 3 Einheiten als klare Sieger hervor, und das obwohl das Dunkle Volk ebenfalls auf 150% Kampfkraft eingestellt war, die es eigentlich nur in bestimmten Missionen per Skript bekommt. Hier zeigt sich die Schwäche des Dunklen Volkes im Endgame, aber auch hier trugen die Axtkämpfer die meisten Verluste davon, während die Bogenschützen sehr klar dominierten. Fairerweise muss man auch sagen, dass die KI nicht aktiv versucht, ihre Kampfkraft zu erhöhen. Daher könnten Axtkämpfer durchaus im Kampf gegen die Soldaten von KI-Spielern Verwendung finden. Ich konnte leider auch nicht herausfinden, ob die Zerstörung eines Turms durch Axtkämpfer den Gegenangriff einer defensiv eingestellten KI auslöst. Aber was die nackten Zahlen angeht, ergibt es zwar am Anfang Sinn, statt Level 1 Schwertkämpfer an Axtkämpfer zu rekrutieren, danach sind sie aber eher auf ihren eigentlichen Zweck, die Zerstörung befestigter Stellungen, beschränkt. Wenn euer Gegner, ob KI oder menschlich, gerne Axtkämpfer einsetzt, könnt ihr ihnen am besten mit Bogenschützen begegnen.